Ja, lass mal irgendwo hin verpieseln und dann eine kleine Party machen. Ja? Ja? Was machen Sie da? Ich betank mein Taxi. So, alles klar. Wieso? Ach so, die dachten, ich knack das auf? Nein, das geht Nein, so ich nicht. betank mein Taxi. Ich bin So, so, Taxifahrer. Wollen Sie zwei Taxi Geister haben fahren? Knopf gedrückt. Nein, Wir möchte möchten ich hier nicht. Wechsel machen, Okay. woanders wird. Ja, Sie können die genau. Knopf drücken, Alter. Ich, Nicht schönen so einen bitte, Satz. Mann. Nein, Ja, warten Sie noch nicht. gleichfalls. Sie Alles waren im gut, Auto, alles Sie wollten chillig. Wir machen Auto. Einmal durchstanden beim Auto wechseln. Alles gut, Leute. Hallo. Machen Sie Hilfe. Hey, ich bin Taxifahrer. Wollen Sie Taxi fahren? 300 Riesen. Wollen Sie Taxi fahren? Wenn da irgendwas Spannendes passiert, gerne. Was soll Könnte passieren? Mich die Hilfe bald einsammeln bei den Geistern? Mir auch, deswegen. Wohin wollen Sie denn? Hey. Ja? Ist das egal? Ich brauche meine Position im Fahrzeug, wenn weitere Geisel abholen. Ja? Steig mal ein. Eben gerade, vor so wenige Minuten, ist mein Kollege bei Ihnen eingestiegen. Waren Sie ihn überhaupt Nach Morrison wollte der. Nach Morrison? Ja. Also in der Stadt fährt aktuell Waren auch ein Sie denn jetzt denn? schwarzer Hallo? Zehn Wieder, wohin wollen Sie? Ja, zu meinen Kollegen. Ja. Ich kann Ihnen nach Morrison auch hinfahren. Oder ja, Silvan. Ja, also. Ich würde gerne nach Losty. Ja, dann fahren wir über Morrison, bringen Sie und dann nach Losty Ablos. Jo. Und Sie hinten, wohin wollen Sie? Morrison. Also nach Morrison, Morrison und der dritte will nach Losty Ablos. Ejo. Alles klar. Wir Aber brauchen hier noch, wir müssen aufpassen, da vorne ist eine Schießerei, deswegen fahre ich immer gerne abholen, durch den ich Wald. Kaufe jetzt gerade mein Auto. Ja, ja. Mal, Leute, ich bin jetzt den Weg weitergefahren. Opa, such dir einfach einen sicheren Platz, nicht so offensichtlich jetzt hier ist. Irgendwie da extra hinführen, ne? Was soll ich denn mit ihm machen? Da weiß was ich doch nicht. Ihr von der Übersicht, ich wollte nicht wissen, was ich hier schon alles erlebt habe. Ja, das ist halt... Ach, Quatsch, weißt du, was ich meine? Ich bin halt vertrauenswürdiger Taxifahrer. Ich stehe halt ja, noch nicht so natürlich. Auf Straßen. Ich glaube nicht, dass es die richtige Stelle ist, oder? Das ist die richtige Stelle. Gucken Sie doch. Der erste, der Noten aufdrückt, ist RIP. Jungs, darf ich bei euch mitmachen? Ich hab meine Hände oben, ich hab meine Hände oben. Sie haben ihr Ziel erreicht, ja, hallo! Jetzt gedrückt, ich hab nichts gemacht, ich hatte meine Hände gerade oben. Ich hab nichts gedrückt. Okay, wir machen das jetzt ganz einfach. Derjenige, der sich nicht meldet, dann sind sie gleich alle drei. In der Erde. Aber ich habe meine ich Hände hab oben nichts damit zu tun, der Herr. Johannes! Die Hinteren haben gerade ihre Hände oben, wir haben nichts gemacht. Ja, wirklich, ich habe auch die Hände oben. Muss schneller gehen, Jungs. Jungs Raus, aussteigen jetzt! Okay. Sofort, also ohne Waffe. Waffe! Ohne Waffe aussteigen! Waffe. Ohne Waffe aussteigen! Geht nicht, meine Tasche ist voll. Dann packt ihr ins Auto! Vorschlag: Du bringst ja? alle hierher, dann könnt ihr hier ihre Notknöpfe drücken und wir verlegen unsere Position jedes Mal, dann bringst du sie zum Opa. Ja. Der Opa ist nämlich noch safe, weißt du? Ja. Und du musst dich hier fesseln und dann weg damit. Also im Auto liegt eine MP5 und die Knopf. Los, Jungs, hört ihr mich noch? Ja. Ja, ich hör dich. Entschuldigung, ich war das. Hab mich dann erschrocken. An meiner Position sind so mehrere Hütte. Da kann man sich eventuell jetzt alles erklärt, bitte. Ja, die Erklärung ist, die sind eine Geisel. Hab ich schon gemerkt. Ach man, jetzt wollte ich schon und jetzt ist... Ja, die sind in dem Geiseltaxi eingestiegen. Ja, uns. Also, ich hab halt extremste Langeweile. Hat er schon unter Arme gehabt? Schmeiß ihn mal raus! Bitte nicht. Miss Marasia! Aua. Bitte nicht treten. Komm. Und dich drehen, Anna! Hansia! Wir sind genug. Aua. Ich glaube, wir hätten doch hier nicht. Wir sind mega viele Kosten. Okay, Kosten. Wie heißt du? Ja, das gibt's nicht. Hallo! Hallo! Ja, du musst mir die Hand aber dein Geld dafür geben. Da dreh dich langsam Jungs, um, zeig mir deinen Ausweis. Ja, ich hab's also ich bin jetzt eigentlich Und dann drehst du dich wieder um. Schwarzer Audi S4. Ja, willkommen. Hast du mir den Ausweis gezeigt? Ich kann ihm meinen Ausweis nicht zeigen. Habt ihr doch die Fragen, was sie mit uns vorhaben? Kommt ihr mit dem Typ zur Straße runter? Nein. Oh, Nein. Ja, wir kommen Aber mit dem Typ zur Okay. Gut, ich hoffe, dass die Polizei das macht, was wir wollen, sonst sind die ja ein toter Mann. Ich kann dir nichts zum Essen geben. Wer will Taxi fahren? Wer will Taxi fahren? Das ist halt wie eine Achtermann. Wer will Taxi fahren? Wer will Taxi fahren? Nach Morrison und nach Losty fahren. Taxi, 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 taxi. Hallo? Hallo. Sind Sie ein potenzieller Kunde?
da. Wollen Sie Taxi fahren? Ich würde gerne nach Morrison Town. Kostet im Moment wegen Nachtfahrerzuschlag. Oh, was macht ihr? $28. Ich bin ganz hinter euch. Achso, dann läuft jemand anderen her. Okay. Ja, nicht so backe, nicht. Ja, wunderbar. Wunderbar. Schönen guten Tag. Guten Tag. Haben Sie Musikwünsche? Ich fahre ohne ein bisschen durch den Wald auf Sorge. Keine Musikwünsche. Was machen Sie denn auf dem Town? Oh, wir brauchen nur noch mehr freiwillige Bergsteiger. Dann, ja. Ja, gut. So muss das halt, ne? Ja, die haben im Moment, da ist eine Schießerei auf dem Highway am Waffenladen, verstehen Sie? Deswegen fahren wir einfach so einen kleinen Umweg. Fahren wir hinten die schöne Brücke, kennen Sie die? Haben Sie einen schönen Blick? Da brauchst du wieder eine neue Ladung. Für. Guten Tag! Steigen Sie mal aus. Wer den Knopf drückt, ist tot. Die sind in dem. Enno. Quiz-Taxi. Sofort. Drei. Ich fahre momentan durch die Stadt, guck, dass ich irgendwo. Herzlich willkommen beim Fake-Taxi. Ihr schaut Frequenz, ist aber. Ah, nee, Fake-Taxi hört sich falsch an. Ja. Wie finden Sie diese Fahrt? Die geht aus Haus? Das ist schön, aber ich habe etwas Angst jetzt. Was tun Sie mit mir? Mit ihm passiert nichts. Sie stehen einfach nur rum. Und wir erpressen halt die Polizei mit ihrem Leben. Und wenn die nicht darauf eingeht, dann müssen wir, keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Wir haben ein paar schöne Spielsachen dabei. Von Schlachtermesser, Fleischerhaken, bis zum Hautabziehen, eine Bärenfalle übers Gesicht. Alles möglich. Ich nehme dich mal an. So, mal aussteigen hier. Ey, pass mal auf, das Taxi stand da unten. Egal, was kommt. Da müssen Sie nicht direkt anfangen zu fluchen. Achtung, Koffer. Ach ja, genau. A few moments later. Yo. Leon? Ja? Ja, wir haben jetzt so 14 Geiseln. Ich finde, das reicht, oder? Ich denke mal schon. Wir holen jetzt noch Autos. Wir haben den GPS-Telefon alles weggenommen. Und verfrachten die jetzt Richtung Bank. Okay, wunderbar. Gib ein bisschen Gas, weil danach müssen wir noch die Reservatenkammer machen. Ja. Ich habe jetzt schon die ganzen Bolzenschneider und Co. besorgt. Wo bist du denn? Ah, ich seh dich. In meinem Clubgelände. Ich komm rüber zu dir. So. Also, die Werkzeugsachen habe ich schon dabei. Ja. Pass auf, komm mal gerade kurz mitnehmen. Danach kommt die Asservatenkammer noch dran. Hast du schon mal sowas gemacht? Nee. Ey, das wird ein bisschen komplexer, mein Freund. Dafür brauchen wir auch die Doorhacker, von denen ich gesprochen hatte. Okay. Aber das hat nichts mit der Bank selber zu tun, oder? Das hat nichts mit der Asservatenkammer, mein Freund. Ist im Polizei-HQ. Ja. Und, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Letztendlich haben es viele schon gemacht. Alle sind sie reingekommen. Wann ist rausgekommen, Apu? Dann wäre ein spontanes Ding aber nicht so gut. Dann sollte man das ein bisschen besser planen. Da gebe ich dir schon ganz voll und ganz recht. Das machen wir davon abhängig, wie der Zeitplan funktioniert. Nehmen wir jetzt erstmal mit der Bank. Ich denke mal, das erwarten kann man, nehmen wir auf jeden Fall an. Es ist gut zu wissen, dass noch eine Stufe nach oben geht, was noch schwerer ist. Das werden wir auf jeden Fall auch machen, aber ich glaube nicht heute. Das will ich durchplanen. Weil wenn ich da reingehe, dann mache ich es richtig. Wir gucken mal, wie lange das jetzt dauert mit der Bank. Ja. Wir haben noch gut Zeit, aber es kann sein, dass das auch noch mal 2 Stunden jetzt in Anspruch nimmt oder so. Schauen wir mal. Ja. Pass auf, ich gebe dir gerade das Equipment. Ich habe jetzt 3 Schweißgeräte besorgt, weil unklar ist, wer von euch exakt sich darum kümmern wird. Hast du schon mal die Schweißgeräte? Wunderbar. Dann. Aber mehr als Schweißgeräte für die Bank brauchst du jetzt eigentlich gerade nicht und so, oder? Nee. Das wird schon gewesen sein. Okay, gut. Das Einzige, was ich vielleicht von dir brauche, wie sieht im Moment aus? Wird gegen dich ermittelt? Bist du heiß? Überhaupt nicht heiß. Lagerplätze für Goldbarren. Wir werden das bestimmt nicht gleich verkaufen. Wir werden die irgendwo erstmal lagern. Lagerplätze für Goldbarren, kein Problem. Wo Morrison Town ist, weißt du ja. Ja. Ich habe noch einen besseren Ort für dich.
Ich hab noch einen besseren Ort. Du willst sie also nicht direkt verkaufen, ja? Nee, das, die werden da dann warten, die wissen das ganz genau. Wunderbar, ne? Ich habe einen ganz anderen Ort, der vollkommen unbekannt ist. Da können wir die hinbringen. Mein Schweißgerät wurde zurückgegeben. Was du beiseite tun kannst. Ja, ich habe mal was im Mund geschoben. Das hier schmeiße ich mal weg. Ja, jetzt. Sollte reichen. Geh mit der Treppe vorsichtig, nicht runterrennen. Alles wird auch kaputt. Hast du zufällig noch eine Weste hier zum Verkauf? Natürlich, komm mit. Passt jemand Rucksack rein? Nee. Warte, ich packe ihm ein, das Auto. Bist du nicht der, ja, der eben am Markt okay, gesagt Häuser, hat, hier die Jobs zu verteilen? Alle nicht verkauft. Ja? Gibt's da noch Stellenangebote? Ja, na klar. Okay. Brauchst du noch einen Job? Ja. Kannst du uns eigentlich helfen, muss ich sagen. Okay, okay. Komm mal mit. Ich sag dir mal. Langfuck. Jo. Okay, nein. Ja, kannst du gut schießen? Und, Schluck, ja, wir sind schon, ja, mit dem Paket. Hast du eine Waffe? Ja, ich muss erstmal mein Auto wieder von oben abholen. Ich bin ganz woanders aufgekommen. Nein? Nee. Ja, das ist gut. Dann nimm mal deine Hände hoch. Das ist dein Job. Der Job heißt Geisel. Okay. Okay? Lauf gleich an Ken, okay, und so vorbei. Das passt. Warum muss ich eine Geisel hier sein? Wie eine Geisel hier sein? Gehören die Geisel nicht eigentlich in die Bank? Ja, aber ich muss ja erstmal mit dir weg. Also? Damit du keinen Fluchtversuch versuchst. Und weil ich nicht auf Suppen stehe. Achso. Kriegt man dafür Geld? Nein, aber eventuell, dein Hauptgewinn ist, dein Leben zu behalten. Curry, hast du für den Jeep hier einen Schlüssel? Ist die Scheibe eigentlich schusssicher? Schieß mal dahin, wo kein Kopf ist. Ich steck ihm das Ding in den Mund und zünd es an. Das ist schusssicher, oder? Ja, ist schusssicher. Nur durch, wenn du durch den Schalter halt gehst. Ah, Gott, ja. Okay, schusssicher. Oh, tri tra, wir sind angekommen, Lakeside, meine Damen und Herren. Keine Ahnung, der Polizei, lernt uns kennen, wir sind endlich da. Oh, ne. Da will irgendeiner mit einer Kamera spotten. Das ist Brooklyn, Alter. What der the Kamera? Fuck? Ja, hallo, hier. Machen Sie schöne HD-Aufnahmen, bitte. Ja, da finden Sie einen Punkt bei Nummer, ne? Ob ich Gott grüßen soll, das weiß ich noch nicht. Das weißt du vielleicht nachher, ob du ihn siehst oder nicht. Ja, ich glaube, das wäre gut. Ja. Darf ich hier stehen bleiben? Ist das für Sie in Ordnung? Sie können da stehen bleiben, das ist für mich auf jeden Fall in Ordnung. Ja, wunderbar. Was machen Sie denn hier? Wir rauben eine Bank aus, verstehen Sie? Wieso rauben Sie eine Bank aus? Da geht's bloß. Warum wir eine Bank ausrauben? Ja. Warum raubt man eine Bank aus, junger Mann? Ja, das weiß ich nicht. Das kann mehrere Gründe haben. Das kann mehrere Gründe haben. Holzhütte aus, weggefahren worden. Okay. Hat einer gesagt, er wäre. Die Geisel hält da unten die Fresse, sonst komme ich runter und verliere Magazine! Jetzt nicht mehr, genau. So. Fahr hier weg. Nein, fahr hier. Ich komme runter, Sir. Aber das ist sehr nett, der Herr. Hilfe! 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 Hilfe, 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 Alarm, Alarm, Alarm. So, schönen guten Tag. Hilfe. Apu de Takatuka, mein Name. Okay. Ich und meine Leute sind erst seit 2 Tagen hier eingereist und wir müssen uns ein Standbein machen. Ja? Ja, wir hatten leider kriminelle Machenschaften schon in sämtlichen Ländern. Nur konnten wir unsere, ich sag mal, Firma nicht weiterführen, weil keine Kunden mehr da waren. Okay, okay. Herr Takatuka, ich möchte Ihnen da nicht zu nahe treten. Warum haben Sie denn da so viele Leute hinter den Tresen stehen? Sind das alles Geiseln? Hab ich warum habe ich so viele Leute da stehen? Ja. Sie sind der Einsatzleiter. Sie sind mein Verhandlungsführer. Wenn Leute sterben, geht das auf Ihr Gewissen, auf Ihren Kopf.
auf ihren Gefühlen. Und wenn 20 Leichen hinter der Bank liegen, blutend über den Haufen wie in einem Massengrab, glauben Sie, Sie können in die nächsten Jahre und Nächte gut schlafen? Sie sind verantwortlich dafür, dass alle Menschen sterben? Nein, Herr Takatuke, ich möchte, dass hier niemand stirbt. Weder jemand Ihrer Mitarbeiter oder Kollegen, noch eine der Geiseln, die hier drinnen sind. Ich habe 50 Schließfächer auf. Das hört sich gut an. Das will ich eigentlich auch nicht. Nur für mich gibt es noch was Größeres als Menschenleben. Was denn, Herr Takatuke? Reichtum, Macht. Okay. Sie wissen gar nicht, was man alles mit Reichtum... Verzeihen Sie. Schlumpf, wenn Sie jetzt nicht dran wollen, sagen Sie was. Sie haben hier schon, ich würde sagen, einen sehr eindrucksvollen Banküberfall gemacht. Ich muss zugeben, ich hatte noch nie so viele Geiseln gesehen hinter einem Banktresen. Und oberste Priorität für mich, Herr Takatuke, hat es, dass wir das Leben der Geiseln sicher und ohne Gefahr sicherstellen können und dass jede der Personen da hinten stehen, zu ihren Familien zurück können, zu ihrer Frau oder Kind oder vielleicht auch Mann. Wir wissen ja nicht, wer welche Vorlieben hier hat. Auf jeden Fall, Herr Takatuke. Wir haben einen Anruf vom Präsidenten bekommen. Ja. Das ist jetzt hier ganz dramatisch an der Stelle, weil einer der Geiseln tatsächlich der Verlobte des Bruders. Wenn der Typ mit dem Stuhl dann nicht gleich verschwunden ist, wenn die Cops den nicht entsorgen, dann entsorge ich ihn. Das macht diesen Fall gerade ziemlich schwierig. Sollte abholen. Bitte, darf ich um einen kurzen Augenblick bitten? Ja? Ja, ich würde gleich wieder zu Ihnen kommen. Vielen Dank. So, schönen guten Tag, guter Mann. Hallo. Ich muss vorstellen, darf Robert Dillmann, am Direktor von Homeland Security. Sie wissen wahrscheinlich nicht, wer ich bin, das ist doch nicht schlimm, weil ich komme nie raus, deswegen bin ich auch so blass. Heute habe ich mal wieder Ausgang und direkt habe ich so viel Action. Ach, wo stand denn seine Karte? Das ist doch der, den er sucht. So, wie ich sehe, Sie haben 10 Geiseln. Was verlangen Sie denn? Ich verlange? Ja. Freie Straßen. Was verlangen Sie? Freie Straßen, freien Abzug. So funktioniert das nicht. Sie müssen mit mir falschen. Sie müssen was sagen. Ich muss mit Ihnen falschen? Ja, ich hab da. Sie meinen, ich hab da 10 Leute nur? Nein, Sie sind vollkommen richtig. Sie müssen doch falschen. Sie müssen was sagen. Dann sag ich, nein. Dann sagen Sie, doch. Sag ich, komm mir ein bisschen entgegen. Dann kommen Sie mir ein bisschen entgegen. Und dann zum Schluss gehen wir alle glücklich weg. Also ohne falschen macht das keinen Spaß. Das ist doch der Nervenkitzel in der Geschichte. Verstehen Sie? Okay, dann. Kommen Sie jetzt gleich nochmal wieder. Und dann fragen Sie nochmal. Und dann falschen wir, ja? Okay. Also falschen ist doch das Reizvolle. Okay. Sagen wir wollen 5 Millionen. Den Bankinhalt und freies Geleit. Alter, ich hab dich noch nicht sprachlos gesehen. Ich, der mächtige Apu! Alter. 75. Raube die Bank aus, um unser. Der hat mich mundtot gemacht. Unser Fort bestehen! Sag unser Fort bestehen! Mein Name ist Maximus Dezim. Nein, Mapu der Tanker! Und ich raube diese Bank aus! Ja, da sind gerade 2 oder 3 hinter das Haus gerannt. Hinter unser? Links von der Bank, genau links von der Bank. Achso, ja, da rennen schon einige rum, die ganze Zeit schon. Auf der Fahnenhöhe. Hallo, guten Tag, Schärfe Partner. Das Schild ist nur für mich da, Herr Director. Sie können ruhig ohne Schild weiterfahren. Dankeschön, Herr Schärfe. Vielleicht wird der Posten dann frei. Kein Problem. Ich habe immer gewusst, dass Sie einmal einen Job passen. Die Stimmen, die Häuser, hier in dem Haus. Im ersten Haus am Kreis. Hallo! Ich raube eine Bank aus! Das habe ich verstanden. Soweit war ich. Ich bin zwar Bürokrat, aber das habe ich verstanden. Seniorstruppe. Sie, wenn ich rauche? So, die sitzen auf seine Garage. Nein. Die waren bei mir drin. Die Nerven, wissen Sie? Mhm. Sind aber auch direkt wieder abgezogen. Ja, die gehen ganz. Alter, harter Stoff. Haben Sie Koks? Die wollen halt wissen, wo welche noch sind. Ich hab keine Drogen. Okay, wundervoll. Gut, also Sie räumen die Bank aus. Und ja, genau. Zu verhindern. Wie kommen wir denn hier auf ein Level? Ja, ich habe 9 Geiseln! Was haben Sie da 10 gemacht? Ja, ich brauch doch was, um zu falschen. Ich muss dich korrigieren, wir haben. Sie haben jetzt nicht eine Geißel erschossen. Sie haben nicht einen erschossen, eine Geißel erschossen.
Das Problem ist, wenn sie jetzt die Geister geschossen haben, der Chef. Nein, hab ich nicht! Ich hab 10, aber ich sag 9, damit ich sagen kann, ha, ich hab noch eine! Leute, er hat 9 Geiseln. Oh nein, er hat 9 Geiseln. Der macht's ernst. Der macht ernst. Der macht ernst, Freunde. Okay, ist in Ordnung. Ja, ich versuch doch, ich kann da Druck nicht arbeiten. Schreibe die anderen um. So, also. Wir haben 9 Geiseln. Ja. Was machen wir jetzt? Ich möchte. Ich gebe ihnen 8. Wenn ich frei abziehen kann. Ich bin 5. Nee, ja, okay, die kriegen 5. Deal. Nein, das geht doch nicht. Ich will 9. Okay, sie wollen 9 Geiseln. Dafür kriegen wir einen freien Abzug und wir dürfen das Geld mitnehmen. Also, was halten Sie davon? Sie kriegen den freien Abzug, dürfen das Geld mitnehmen und ich darf einen mit Ihren Typen zum Spielen behalten. Ja. Unbewaffnet. Verkauf uns nicht ab. Ich bin der geile Hengst. Ich hab den Raum überfallen. Jungs, ich hab die Idee. Warten Sie ganz kurz. Wir nehmen den einen Typen mit. Den wir da angeheuert haben. Gehen wir den. Warte, die stürmen gerade die Häuser. Du tust da die Jungs auch rausboxen, ne? Okay, wir geben ihn ein, aber sie lassen unsere Jungs in den Häusern außen rum in Ruhe. Hängst du noch einmal? Das muss ich kurz durchgeben. An alle Einheiten, die Individuen in den Häusern bitte in Ruhe lassen, das ist Teil der Verhandlung. Also ich habe so ein scheiß Gefühl, dass ich irgendwie aus der Sache nicht so gut rauskomme. Also wissen Sie, ich habe echt Probleme mit der Prostata, bin gerade wieder raus und ich möchte eigentlich kein neues. Ja, machen. Wir haben so ein paar da und da und so. Der will nicht, dass wir... Wenn das halt, das ist, aber die benutzen den nur... Der eine da hinten von Ihnen, der ist von mir. Das ist ein Agent, sicher. Den habe ich mir eingeschmuggelt. Könnten die Herrschaften etwas lauter sprechen, bitte? Natürlich. Also der eine Scharfschütze von Ihnen, das ist von mir, das ist ein Agent, den habe ich mir eingeschmuggelt. Wir haben aber nur einen, den wir nicht kennen. Oh, dann war ich ziemlich gut mit der Organisation. Aber der ist kein Polizist. Nee, den habe ich damals bei festgenommen, dann habe ich einen Sprengsatz gemacht, habe gesagt, weißt du was, Freundchen, du arbeitest für mich oder ist vorbei? Ich dachte, okay. Das ist eine Frau? Was haben Sie gemacht? Seitdem. Sie? Sie? Was sind Sie für ein Mensch? Ich bin ein ziemlicher Psychopath, deswegen habe ich diese Stelle bekommen. Was ist denn das, was Sie überhaupt sind? Also das Homeland Service ist quasi eine interaktive Abteilung, die sich quasi für Inlands- und Auslandsbedrohungen innerhalb und außerhalb unserer Souveränität bewegt, in Kooperation mit dem Sheriff Department und der weiteren so Departments leer. Mit freier und Hoheitsmacht definiert durch den Präsidenten. Die haben mein Auto. Ja. Haben mein Auto auf Deutsch, ich bin der Arsch, der die Arsch und Arsch versucht. Warte, ja, also um jetzt hier unser Gehandel so nochmal auf den Punkt zu bringen, Sie kriegen 9 Geiseln. Plus! Ich muss auf leise. Plus einen von uns, den ich ihn ausliefert, den wir nicht kennen. Klappt ihr den vorher wieder, dass er sich nicht lernen kann? Wir fesseln den. Ja, geil. Und die geben uns freien Abzug. Okay, und ich erschieße den Typen dann und sage, ich habe heldenhaft alleine einen Rockrobber gestellt. Also, ist mir egal, ich kenne den nicht. Das ist gut, das machen wir so. Okay, ich bespreche das eben mal kurz mit meinem Berater, ja? Ja, ich mach das auch. Beraten. Mhm. Komm mal her. Oh nee. Sie braten, sie. Einer muss hinter die Geisel nach hinten, Tür zu und zieh es in deinen Klamotten. Ich mag dich jetzt erstmal fragen. Nee, ich nehme dich jetzt erstmal mit. Nee, das den Fall. Hast du verstanden? Da eine Geisel kann nach hier hinten Geiselhüter tragen machen. Und die Klamotten dir geben. Ja. Ja. Herr Geiselnehmer, mit dem geilen Hut? Ja! Ich komme! Ich dich frei. Ach, das Braten! Wisst ihr schon, dass die wahrscheinlich auch die Kennzeichen geprüft haben, ne? Ja. Darf ich auch mal reinkommen? Ich muss mein Chef sagt hier gerade, ich soll mal... er denkt, er ist der Chef, aber ich sage gar nicht. Aber ist nicht schlimm. Darf ich mal reinkommen und mir die Geiseln angucken? Die denen soweit gut geht. Noch eine Geisel? Wartet nicht. Wartet noch mit dem Umziehen. Ich stehe kurz vor der Pension, ich habe keinen Bock mehr auf Tricks. Wir lassen den kurz rein und sich die Geiseln angucken. Ich weiß nicht. Warte, ich hab irgendwas vor, die auf meinen Arsch gesetzt sind. Ich werd sicher nichts machen. Wenn du den Leon auslieferst. Ich geb ihm noch eine Spritze. Ja, okay. Kommen Sie mit. Aber nur vor die Scheibe. Wir müssen ihn ja erstmal rauskriegen. Na, warten Sie mal, hier, Herr Turban. Ja? Ich hab noch bessere Ideen. Ein Doktor kommt gerade ran. Der würde das überprüfen. Warum Doktor? Den geht's gut. Ich will keinen Doktor. Kein Doktor! Och, ich glaube, wir brauchen einen Doktor. Ich stehe nicht auf. Nein, ich will einen Doktor. Nein, das soll ja ihn nicht spritzen. Warum? Aber warten Sie mal. Hier mal unter uns, ne? Ich habe eine richtig geil synthetische Droge. Die würde ich Ihnen geben, wenn Sie wollen. Was? Ja, das ist das geilste Scheiß in unseren Laboren. Jetzt brachen dich. Ja, wirklich.
haben nichts gesehen, Corporal, wir haben nichts gesehen. Das, was der Derek sagt, ist unsere Gehaltsklasse. Der hat Curry mundtot gemacht. Nein. Ist wirklich richtig. Ja, dann einer ihrer Typen. Was wollen die denn spritzen? Nein, nicht. Oder ihren Kumpels. Das ist ein richtig geiler Stoff. Hör mir das an. Ich schwör auf alles. Komm, Jack. Wir können es auch noch einen Geisel ausprobieren. Ja. Jack, bin jetzt wieder anwesend. Soll ich mich irgendwo positionieren? So. Was spritzen Weißen die denn jetzt? Geisel? Mein Name ist Gerald Fuchsfell. Nigger. So. Spüren Sie schon was? Ja. Alter Stoff, ne? Das möchte ich sagen. Oh, hallo. Da sind 7 Schilde. Ich sag doch, der Scheiß ist gut. Ohne Witz, ohne den Scheiß kann ich nicht aufstehen. 7 Schilde, jeweils mit. Jeder hat eine eigene Farbe. Blau. Das, grün. Sie sehen diese 7-fach. Wollen Sie auch was? Ja. Sag da geiles Zeug. Was haben wir ihnen gespritzt? Ich hab doch gesagt, wir haben im Labor was Neues entwickelt. Wie heißt das? Ich glaube, ich fliege. Der ist Delmanus. Delmanus. Richtig geiler Stoff. Eine Mischung aus Ecstasy und Koks. Meine, jetzt kann man das irgendwo kaufen? Wie viel Körper? Nein, das kann man nicht kaufen. Wie viel abbrutzen Sie jetzt? 7, 8. Aber erzählen Sie mir mal, warum entwickelt eine Polizei Drogen? Die Polizei nicht, aber Homeland ist halt ein bisschen spezieller. Wir müssen halt ein bisschen. Was sind wir Homeland? Lass mal versuchen, dass der uns ein bisschen ernst nimmt. Von Homeland. Ich kann ja meinen Ausweis geben, wenn Sie möchten. Warum redet der für die Polizei? Das ist keine Polizei! Das ist, weil ich dafür ausgebildet bin, solche Situationen zu lösen. Oh, der andere raus. Wir wollten Hallo sagen, wenn wir neue Freunde finden von der Polizei. Ja. Immer morgens mit Jigsaw einräumen. Bitte wirklich? Ja. Also möchten Sie jetzt noch ein Bild über was anderes haben? Nein, wir wollen den Scheiß nicht. Okay, also wie war's? Ich bekomme 9 Geiseln. Sind Sie schon fertig da oben? Ui. Ich muss fragen. Da ist es nur noch 8. Da ist es schon. Sind wir fertig? Übernehme mal kurz das Reden hier, ich komm mal ihm oben nach. Wollen Sie denn nicht lieber bei uns mitmachen? Was sagen Sie? Mehr als der da hinten. Mal gucken, was aus der Bank rauskommt. Eine Mille für eine Anzahlung? Mehr als die Polizei. Eine Mille, hallo, wollen Sie mich beleidigen oder was? Das hat mein Pool gekostet. Ihr Pudel hat eine Mille gekostet. Ein Pool? Was denn? Wer schickt mir diesen Clown hierher? Was ist denn los? Was ist denn hier los? Der will mir Drogen verkaufen! Und ach, nicht verkaufen, schenken! Ich bin verwirrt. Das ist nicht schlimm, das bin ich auch. Das ist Teil meiner Berufsbezeichnung. Ach, dass Sie einen verwirrt machen? Ja. Scheiß Pokémon. So, ich bin außerhalb auf Position. Erstmal unentdeckt. Sollte es irgendwie fertig werden, dann wirklich von außen müssen wir nur sagen, wo Leute sind. Dann versuche ich zu helfen. Check. Wir müssen mal, ich frage mich, wie weit sind die Jungs da oben? Was? Haben sie ein Fluchtauto oder haben sie ein Fluchtauto? Hier sind so viele Cops, Alter. Ich blick überhaupt nicht mehr durch. Die sind überall einfach. Wir haben ein Fluchtauto, ja. Hier vorne. Wir kriegen ihre Geiseln, wir nehmen das Geld mit, die kriegen noch einen, die packen wir einfach dazu zu den Geiseln. Haben die ihn schon fertig? Haben die ihn schon gefesselt? Jo. warum kommt Dings nicht einfach mit uns mitgelaufen? Scheiß drauf. Ja. Komm auch mal. Ja, moin. Also, kriegen sie ihre Leute? Und ein Bohrer, ja, der uns schön alles aufgebohrt hat, den, weil, den kriegen sie jetzt ausgehändigt. Der ist ein bisschen mad. Das kann sein, dass sie ein bisschen Salz abkriegen. Wissen Sie, eigentlich sind sie genauso crazy. Vielleicht sollte ich Ihnen einen Job anbieten. Ich dachte nur so, ich profitiere nur von Geld und Macht. Und der bringt mir kein, ja okay, der hat mir jetzt Geld gebracht. Der hat alles da oben fertig gemacht mit seinen scheiß Schweizer und so. Ja, aber. Scheiß Proletarianer, das ist ekelhaft. Der weiß auch, glaube ich, noch ein paar Namen von uns. Ist mir auch egal. Keine Sorge, der kommt hier nicht lebend raus. Machen Sie keinen Kopf. Ich brauche jemanden mit Zip-Tee hier hinten. Das werden wir. Ich werde dann Zeitungsartikel fertig machen, von wegen Bankräuber nach heldenhafter Stimmung von Robert Damon, Director of Homeland, vereitelt und dann ist alles gut. Das Geld machen wir von der Portokasse. Wie sieht es denn von Ihnen aus? Kriege ich den freien Abzug von Ihnen sicher? Sehr sicher. Meine Leute? Sind die noch da? Hallo? Jo, wir bereiten den Bohrer vor. Wir brauchen noch welche mit Zip-Ties. Ich hab auch keine Einheit, an alle Einheiten Einsatzleitung hier, soweit die Verhandlungen fast abgeschlossen sind, alle Personen bekommen freien Abzug. Der will sie nicht festnehmen lassen.
Dafür bekommen wir die Geiseln. Warte, ich nehme den jetzt fest, Alter. Das reicht mir. Nimm dir aber vor, dass die ganzen Barren weg und so. Nee, auf Drogen steht der ja nicht so. Und bringt das nichts, wenn wir hier den mit den Goldbarren stehen lassen? Hab ich schon. Der möchte schon wieder Drogen andrehen, Curry. Nein, ich habe gesagt, ich hab dasselbe Problem wie Sie. Ich schreie auch immer rum, deswegen habe ich von Dr. Jamie McKenzie Tabletten bekommen. Seitdem geht's. Ich habe zwar jetzt seitdem ein Problem mit dem Stuhlgang. Und wenn ich Tablette nicht nehme, will ich mal wahllos Menschen erschießen und habe manchmal so Flashbacks. Wenn Sie Probleme mit dem Stuhlgang haben, dann müssen Sie einfach den Darm cremig reiben, damit es ordentlich schmiert. Ja, das Problem ist eigentlich, ich hatte ja den. Weil wegen dem Darmproblem hatte ich mit dem Ichachi gesprochen gehabt, aber der will immer nicht einreiben. Stell dir am besten mit hinten zu den Geiseln. Seitdem er zum Sheriff befördert wird, will er aber nicht mehr rein. Also früher war es kein Problem, mein Popo, hat er gern gemacht, aber ja. Seitdem er Sheriff ist, weigert er sich total. Wie sind denn die echten. Warum haben wir. Sind... Hey, ich glaub, du hast. Nix. Dürfte ich mir eine Frage erlauben? Ja, natürlich. Sind sie echte Polizisten? Hallo. Ohne Scheiß, ja. Sind die? Ich kann dir mal ausgeben. Ja, gerne. Dann kriegen wir einen freien Abzug, dann verlagert schon mal die Barren in die Autos. Dann lassen wir die Geiseln und. Wir haben ja gar keine Dienstnummer. Jo, Curry! Die Geiseln haben Hunger, wir haben aber leider nichts mehr zu essen. Das ist ja langweilig. Ja, deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Nein, ich kann alles. Haben Sie verstanden? Sie haben alle Dienstnummern? Können Sie die Sperren abordern? Reiseleitung an die Einheiten, bitte die Absperrung entfernen. Also ich kann sogar einen Shadow lassen, wenn ich das möchte. Curry? Ja? Sag den Leuten mal, dass wir rauskommen sollen und mit hier vor die Bank, ne? Rauskommen, was? Ja, aus den Häusern. Ja. Kommt mal raus. Also sind wir wirklich doch total seriös. Aus den Häusern? Wir ziehen ab. Ja, absolut. Ach, übrigens. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Wir kaufen dir. Ich brauche nochmal Ihren Namen. Ich habe Ihren Worten und Ihre Sache. Ich vertraue Ihnen jetzt. Curry? Nee, das können Sie machen. Alter, was sind denn das für Affen? Die haben mich eingeschlossen. Ich verheiratet irgendwie zwangsweise, deswegen möchte ich jeden Tag überleben. Schließen Sie die Türen von unseren Kollegen. Machen Sie die Türen wieder auf. Was sind denn das für Affen? Wenn die das nicht machen, ich erschieße den ersten Kopf. Die haben die eingeschlossen. Die werden gerade ganz schön zappelig und drohen damit, und die werden über den Haufen zu ballern. Ich kläre das eben. Die sind sehr, sehr erböst, sag ich mal. Hörst du die alle mal, das ist Teil der Verhandlung. Beruhig dich nicht! Du kämpfst damit... Ganz ruhig! Wo ist das sauer? Alter! Du weißt, dass ich den Punkt auf ihren Kopf? Also, die sollen Hölle machen. Was anderes, aber ja, die machen das weg. Bleibt mal bitte noch einer drin bei den Geiseln, um mich zu erschießen, wenn es eskaliert, bitte? Ja, Curry! Nee, du triffst mich da nicht. Hätten wir das vorher gewusst, ja? Hätten wir das vorher gewusst, hätten ist wir ja den nicht meine Entscheidung, gar nicht überwältigen müssen. Die da hinten sind nur ein bisschen hippelig. Ja. Wenn du mal durchziehen, passt das. Sonst ist das dem nicht mehr. Ja, wie denn? Wie die Erde, Geiseln? Wir haben ihnen doch hier ein schönes Geschenk verpackt. Und wie sie lügen mich hier an, dann sind sie mein neuer Lügenlord. Lügenlord, also ich wurde ja schon viel genannt, aber Lügenlord noch nicht. Nein. Da meine ich mir vom Geheimdienst, ne? Als würde ich lügen. Ja, ich habe es. Ich gebe ihn immerhin. Gucken Sie mal an Menschenleben, was Sie denn gerettet haben. Wissen Sie, ich kann das auch ganz anders machen, ja? Sobald Sie weg sind, erschieße ich die Geiseln, behaupte, das waren Sie, mache so einen terroristischen Akt und sorge dafür, dass meine Einheit noch mehr Ressourcen bekommt. Was sind Sie für ein kranker Mensch? Ich bin perfekt für meine Position. Sie verstehen? Sie sind in der falschen Position. Sie müssen hier zu uns. Nein, Mann. Ich bin das Bollwerk zwischen Terrorismus und dem Staate. Sie sind Spider-Man? Von etwa. Nur, ich habe die Fähigkeiten von Spider-Man, sehe aber aus wie Iron Man. Gut, mach die Autos bereit. Pack die schon mal vor. Sag, wenn ich vorkommen soll. Gut. Ja, nee, noch nicht. Also. Ja gut, wir haben das Gold, Sie haben die Geiseln, wir fahren, Sie lassen uns in Ruhe. An alle Einheiten, Befehl an alle, die Personen werden nicht aufgehalten oder verfolgt. Wenn Sie uns aus anhalten, dann sind wir gewollt zu schießen, das muss ich natürlich noch sagen. Ja, alles gut. Nicht das sagen, wird sich angehalten, ich habe Angst vor mir. Nicht nur die. Bestätigen Sie bitte die Anweisung. Nicht nur die. Glauben Sie mir, ich habe eigentlich keine Angst, aber Sie machen mich unsicher. Zu meinem eigenen Auto. Vielleicht öfter. Vielleicht haben sie einen Tracker reingemacht worden, so bei mir auf alle Fälle. Kann ich kommen? Ja, vielleicht haben wir einen H1. Da oben, die Terrasse! Wie sie ja, die guckst du! Ich hab gesagt, das sind Jostruppen zu gucken. Der schwarze Audi bin ich, ne? Die schießen, da wurde geschossen. Er hat die wirklich erschossen, die Geisel. Da wurde gerade geschossen. Ey, der hat die Geisel wirklich erschossen, ne? Welche? Glaube ich nicht, dass er die erschossen hat.
Er hat Alter, welche Geisel erschossen. Der wurde erschossen. Der Kopf. Warum? Glaube ich, ja, es waren das Schüsse und er hat ja auch ein paar Mal gesagt, ich erschieße einfach die Geisel. So, Jungs, ich brauche jetzt alle Feuerkraft oben am Goldhändler. Da werde ich das voll verkaufen. Nein.